Und hallo und willkommen zurück zu Enigma Artist 2, The Mists of Ravenwood oder im Deutschen Die Nebel von Ravenwood. Ich muss hier noch das Himmelsspiel fertig machen. Da hinten ist noch ein Stück vom Geweih. Das muss ich noch fertig machen. Ein Kranschlüssel haben wir da nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ein halber Holzscheit. Hier. Ich brauche einen Keil. Was ist das hier? Ist das ein Keil? Nee, was ist das denn? Das kann ich da nicht reinstecken? Nein. Zack. Okay, das können wir mitnehmen. Kranschlüssel. Ah, hier ist ein Hammer. Der bringt mir aber nichts, wenn ich den, den Dingens nicht habe. Was ist das hier? Ich hätte das ja reingehauen. Kann ich das mit dem Hammer kombinieren? Nein. Das sieht nach einem Flock aus. Und dann hauen wir mit dem Hammer drauf. Okay. Kranschlüssel. Muss ich mir jetzt einen basteln oder was hier? Kranschlüssel, Kranschlüssel. Wo ist denn hier ein Kranschlüssel? Da ist ein Kranschlüssel. Achso, du brauchst das ein Ohr. Okay, das hätte ich so nicht gesehen. Jetzt habe ich einen Kranschlüssel. Okay, jetzt kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Den Rest kann ich im Moment nicht gebrauchen. Dann gehen wir erstmal zum Kran. Vielleicht hilft der uns ja weiter. Moment, da unten, ne? Okay, was haben wir da Tolles? Da haben wir schon wieder tolle Sachen. Okay, den nehme ich mit. Das hilft uns doch schon mal weiter. Dann kann ich hier oben jetzt das Ventil ranbasteln und das aufmachen. Da kommt Kohle, die nehme ich im Korb mit. Ein Meißel. Kann ich mit dem Meißel jetzt das Ding hier abmeißeln? Ne, leider nicht. Kohle habe ich schon mal. Da war sonst nichts mehr, ne? Kann ich mit dem Meißel die Schrauben hier losmachen? Auch nicht, okay. Dann weiß ich nicht. Dann machen wir erstmal die Kohle hier rein. Und Feuer an. Ohne Anzündholz funktioniert es nicht. Okay, da brauchen wir vielleicht Anzündholz. Erst mit dem Meißel. Kann das sein? Und wo finde ich das? Kann ich das hier so... Nein. Okay, wo muss ich denn hin? Immer noch hier. Das Problem ist, und das ist ja alles hier. Holz. Was bringt mir der Meißel? Der Meißel bringt mir unter Hammel. Aber nix, ne? Kann ich irgendwas wegmeißeln hier? Nee. Lokomotive, hat die noch irgendwas? Nein, die hat gar nichts mehr. Okay. Ich habe einen Meißel und ich habe Streichhölzer. Das bringt mich aber nicht weiter. Ich brauche irgendwas, um die Schraube zu lösen. Und ich brauche noch was. Die Beschreibung eines arbeitenden Holzfällers. Momentan ist alles ist nahezu unlesbar. Tja, Meißel. Was bringt mir der Meißel? Ich habe keine Ahnung. Anzündholz brauche ich. Ach so, ein Meißel. Warte mal, hier oben kann ich doch jetzt da. Alles klar. Ein Schlauch. Was haben wir da noch? Da haben wir noch irgendwas. Hier haben wir noch ein bisschen was. Anzündholz, ein Innensechskantschlüssel und ein Gummischlauch. Den Gummischlauch kann ich mal anschließen wegen Wasser. Den Schlauch kann ich jetzt da ins Dingens schmeißen, dann holt er sich das schon. Anzündholz und anmachen. Dann können wir das zumachen. Noch unser Pumpen auf Maximum, okay. Und jetzt weiter das ganze Ding, okay. In Sechskant. Dann muss ich jetzt hier oben noch Holz besorgen. Dann machen wir das hier los. Und tschüss. Nein, Glück ist es da langsamer geworden, weil sonst... Und jetzt graut es mir. Hebe Baumsteine mal an, bewege sie und wirf sie in den Fluss. Die Hebel führen eine bestimmte Handlung aus, wenn sie richtig eingestellt werden. Die beiden nach... Okay.
Okay, wir haben das schon mal. Jetzt muss ich die beiden da umkriegen. Okay, und jetzt muss ich zickzack. Ach du Scheiße. Okay, und jetzt das ganze Spielchen nochmal von vorne. Echt? Okay, wir müssen die beiden jetzt wieder nach unten bringen. Wie hatte ich das denn vorhin nochmal gemacht? Jetzt komme ich wieder durcheinander. Nein! Der muss oben sein. Jetzt geht das schon wieder los. Wie hätte ich das denn gemacht? Achso, okay. Der nimmt nur den Nebenbein. Jetzt muss ich den nach oben kriegen. Und die beiden müssen nach unten. So, jetzt muss ich die in Zickzack rüber kriegen. Ach man. Du musst oben bleiben. Du musst oben bleiben und du musst nach unten. Jetzt muss ich dich noch kriegen. Ja, aber andersrum. Okay. Kranfieber, nein, nicht wirklich. Ich brauche nur zwei. Ein Glück. Ein Glück, ein Glück. Da gehen wir gleich rein. Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Hier ist noch irgendwas. Aussparung. Okay. Sauberes Wasser und ein Waschbrett, okay. Da ist noch irgendwas, die Nägel ragen etwas heraus. Typische Holzfällerkabine, ja, dann... Okay, das Ding war auch kaputt. Der Schornstein ist auch kaputt. Schmetterling? Ich kriege die, glaube ich, nie alles zusammen, ne? Da ist kein Schmetterling zu sehen. Auch kein Schmetterling zu sehen. Okay, dann gehen wir dahin. Ein gewöhnliches altes Schloss mit einem dünnen Werkzeug könnte ich es öffnen. Ja, ein dünnes Werkzeug. Jetzt muss ich ein dünnes Werkzeug finden, oder wie, oder was? Die ragen etwas raus. Ich komme hier aber nicht weiter. Ich muss weiter nach oben gehen. Also später nicht. Den kann ich mitnehmen. Okay, dann können wir das Schloss jetzt vielleicht öffnen. Gucken wir mal. Mit einem zweiten Werkzeug könnte ich das Schloss knacken. Echt jetzt? Mit einem zweiten Werkzeug. Da komme ich nicht weiter. Die Straße ist vollkommen unpassierbar. Auf dem Berg ist eine Seilbahnstation. Das Whitmarsh-Anwesen kann nicht weit davon entfernt sein. Ich brauche noch ein zweites Dingen. Da ist aber nichts, ne? Hier auch nicht oder so? Nee, ne? Die Nägel ragen etwas raus. Könnte ich die rausnehmen hier? Nee, ne? Ich kann darin einige Bretter erkennen. Ja, das hilft mir aber leider gar nicht weiter. Ich muss hier so einen Nagel raus haben. Kann ich dich da verwenden? Nein. Wäre jetzt so einfach. Da kann ich gucken. Verbringen Sie einen Familientag im Ravenwood Park. Lernen Sie Dinge über die Arbeit, die Kultur und die Kunst der Holzfäller in freundlicher Camper... Was? Camp-Atmosphäre? Achso. Nehmen Sie an spannenden Spielen teil, befestige den Baumstamm, Wäsche, Wettrennen und vieles mehr. Besuchen Sie den Ravenwood Park mit der ganzen Familie. Sehen Sie die Mammutbäume wie nie zuvor. Okay. Sieht es völlig verschwommen. Ich kann nicht hineinblicken. Ist denn hier noch irgendwas hier, was ich mitnehmen kann? Ich habe können wir das angucken, aber sonst nichts, ne? Merkwürdig. Es liegt doch hier noch irgendwas. Hier ist nichts mehr. Nee, ich muss auf der anderen Seite was machen. Okay. Das heißt, ich muss die Behausung hier durchwühlen. Ich brauche ein zweites. Zum Beispiel da. Die Nägel würde ich gerne rausnehmen. Was geht nicht, ne? Ich habe leider nichts mehr im Inventar mehr. Das ist ein bisschen doof. Und hier fehlt ein Emblem. Ich habe hier sonst nichts. Ein Waschbrett und sauberes Wasser. Da kann ich nichts machen. Da habe ich mir den Nagel rausgenommen. Da komme ich nicht hoch.
Warte, was ist mit dem Hufeisen über der Tür? Kann ich auch nichts mit anfangen. Ein zweites Teil. Hier im Wagen vielleicht oder so? Wieso kann ich mir diese Anzeige? Achso. What was that? Is someone inside? Mhm, da hat sich was bewegt. Okay, wir gucken nach. Immer zu sehen. Eine faszinierende Beschreibung des alltäglichen Lebens eines Holzfällers sind in Ordnung. Da oben ist irgendwas. Da ist ein Schmetterling. Ein Schraubenzieher, er ist glühend heiß. Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht einsammeln. Was ist das hier? Ein Waschstück erlangt Illusionsschema. Eine Illusion, die Bilder zeigen den Park, wie er sich von heruntergekommen und gruselig zu fröhlich und instand gehalten verändert. Okay. Wachmann, die Wache leistet gute Arbeit. Die letzten drei neugierigen Schnüffler wurden gemeldet und schnell beseitigt. Sie zeigt leichte Anzeichen von Selbstwahrnehmung. Ein minimales Risiko. Entsorge diese Beweise. Das ist der verlassene Kartenverkauf neben dem Parkeingang. Okay. It's you. I thought the bad man came for me, so I hid. Okay. I'm fine. My friend rescued me when the monster attacked. He told me to hide if I saw anyone coming and to protect this. Was ist das? I recognize these. All the pictures refer to Maple Creek, and there's the evil preacher I've been hunting. Mhm. Guten Tag, ich weiß, dass Sie in Maple Creek waren, als sich der Vorfall ereignete. Ich weiß auch, dass Sie seitdem die Verfolgung aufgenommen haben. Wir sollten reden. Ich bin im Besitz bestimmter Informationen, die für Sie von Interesse sein könnten. Mit freundlichen Grüßen, Gerald Whitmarsh. Der Besitzer des Tagebuchs war schlau genug, Whitmarsh nicht zu trauen. Das Whitmarsh-Anwesen, man sollte durch die Tunnel dorthin gelangen können. Seltsame Artefakte im Anwesen. Sorry, friend, but this is mine. Hamilton, is that you? Yes, your old friend from Maple Creek, who was also hunting the preacher. I'm glad you're here. Whitmarsh sent me an invitation. Always distrust people who want to tell you something interesting. I've been spying on him, spying on me for a while now. Watch this place change. Doom and gloom into flowers and sunshine. I knew something was wrong here. Then the Simpsons arrived. I tried to warn them, but I couldn't without blowing my cover. I could feel the park wanted them. I tried stopping them at the gate, but Becky's parents were already gone. I managed to scare off the bird. Now here we are. I couldn't wake you up. Your car was broken down and I had to think fast. I hid you in the bushes and brought Becky here. I was gonna come back. Then that cruddy old stairway finally gave in. Got hurt pretty bad. And my lockpicks fell right out of my pocket. I need to sit. I think my leg's broken. Give me a minute. I'll be all right. Please, can you help Mr. Hamilton? Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, Mr. Hamilton. Ja, wir gucken mal, was wir finden können, ne? Wir suchen uns ein bisschen was zusammen und dann gucken wir mal. Irgendwas wird sich schon finden lassen. Ich habe jetzt zwei neue, eine Münze, die kann ich gleich gebrauchen, und eine Reliefmarke. Die Münze brauche ich hier oben. Und jetzt wird sie platt gehauen. Und jetzt habe ich die hier und damit kann ich jetzt drüben die Schatulle aufmachen. Hier. Perfekt. Was? Da rein? Okay. Was habe ich jetzt? Seifiges Wasser habe ich jetzt. Und was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich seifiges Wasser gemacht. Eine Reliefmarke habe ich noch. Kann ich das benutzen, um das da... Nein, kann ich nicht.
Ich habe seifiges Wasser gemacht. Ja, das bringt mir jetzt nicht viel. It's broken. I need a bandage and something straight to set the leg. Okay, gucken wir mal. Eine Fliegenklatsche und ein Schöpflöffel. Ist das ein Schöpflöffel? Nee, das ist eine Fliegenklatsche. Wo ist denn ein Schöpflöffel? Der da. Eine Kaffeedose. Da. Ein Nageleisen, das könnte ich jetzt gut gebrauchen. Da. Ein Halstuch. Da. Parfum. Wo ist denn hier Parfum? Das ist Parfum, ja. Eine Pfeife hast du im Mund. Ein Pelz ist das hier. Ein Beil ist da unten. Eine Gabel ist hier. Die ist hier vor, um zu geben. Eine Trillerpfeife, die ist versteckt. Was haben wir hier drin? Trillerpfeife. Und eine Taschenuhr. Tasche wurde zugenotet. Ich benötige etwas Scharfes, um sie zu öffnen. Hier. Eine Taschenuhr. Ein Nageleisen habe ich gefunden. Sehr gut, Adlerauge. Naja, geht so, ne? Könnte besser sein, aber ja. So, dann machen wir das hier noch auf. Und dann komme ich doch hier rein. Sehr gut. Da ist schon mal ein Brett. Ich brauche kein derart langes Brett. Ja, wir müssen das sägen, ne? Dicker Handschuh. Kann ich jetzt den Schraubendreher damit rausziehen hier? Der muss doch glühend heiß sein. Und warum habe ich jetzt den Schraubenzieher mitgenommen? Wofür brauche ich den? Schraubenzieher. Ich kann hier was waschen. Ich brauche Bandagen. Ich brauche kein derart langes Brett. Ja, das muss ich sägen. Ein Schraubenzieher. Habe ich noch irgendwo einen Ort, den ich finde? Ja, da drüben. Okay, dann gehen wir da mal gucken. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Schraubendreher. Kann ich bei dir was machen? Nee, glaube ich nicht. Ne? Hier müsste ich nochmal gucken. Ja, da gucken wir nochmal. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.